Im Stadthaus wurde am Donnerstag große diamantene Hochzeit gefeiert. Bürgermeister Egbert Geier hatte 85 Paare eingeladen, die in der Zeit vom 1. August bis zum 30. November ihren 60. Hochzeitstag hatten. Mehr als 30 Jubiläumspaare waren zu dem festlichen Empfang gekommen. Auch die Seniorenbeauftragte der Stadt, Kerstin Riedmüller, nahm an der Veranstaltung teil. Für den musikalischen Rahmen sorgten Kinder aus Einrichtungen der SKV Kita.